Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Streets of Rogue. In der letzten Runde haben wir leider ein bisschen versagt, kurz vor Schluss. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sind jetzt hier Soldat. Wir rennen jetzt hier erstmal durch. Wir nehmen uns ja natürlich hier die ganzen Mülldinger mit. Wir sind im Industriegebiet im ersten versagt. Da konnten wir uns noch gar nicht so viel angucken. Das ist ziemlich blöd. Hier, guck mal, die Onkels müssen wir neutralisieren. Kein Problem, als Soldat. Gehen wir einfach mal rein. Und... eine Granate werfen. Ich glaube, die Granate. Werfen eine Granate. Putz! Echt. Einmal geschmeidig. So, Belohnung haben wir freigeschaltet. Das ist ja toll. Ein Item, das sich nennt. Erhöhter kritischer Treffer. Okay, für 30 Sekunden einfach. Erstmal die Tür aufmachen, obwohl man eigentlich durch die Wand auch laufen könnte. Dann sollen wir hier diese Dinger betätigen. Wir machen das jetzt wirklich trucki, flucki. Schnucki Tucki, Schnelli Belli. So, erstmal hier den Knopf drücken. Ja, mach's gut, mein Freund. Zack. Das Ding mitnehmen. Lass mal zumachen, weil sonst kommt er nämlich hier gleich um die Ecke und sagt. So, den Knopf auch noch drücken. Ja, gut für Hologramm haben wir bekommen. Suhl. Suhl und Chicken McNuggets haben wir auch drei neue bekommen. Da können wir uns später noch neuen Stuff kaufen. Tür zumachen. So, alles kein Problem. Easy peasy, lemon squeezy. Und schon gehen wir in den nächsten Level. Wir sind schneller als das letzte Mal. Ja, ja, weitermachen. So, große Kugeln. Kugeln sind größer als sonst. Oh, ich habe drauf gedrückt aus Versehen. Ups. Das passiert manchmal. Erstmal einen Schluck Kaffee darauf. Yummy. So, die Slums 2. Unsere Aufgaben wären Einstecken von einer Aktentasche. Dafür bekommen wir einen Schutzhelm, das ist gut. Wir sollen den Zahn von einem Dieb einstecken und Barkeeper neutralisieren. Dafür können wir den Sklavenhelm entfernen. Okay. Entfernen sicherer, explosionsgefährdeter Helme von Sklavenköpfen. Okay. Gut, machen wir das einfach mal. Einfach hier den Gegenstand einstecken. No problemo. Guck mal, der Laden ist voll wie Sau. Mit Bewaffneten. Oh, ganz einfach. Und weg. Damit die uns nicht sehen können. Huh, was ist hier los? Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen verstecken, weil die nicht entdeckt werden. So, seid ihr jetzt fertig mit Suchen? Ja. Ich wollte eigentlich das Ding mitspringen, ne? Alter. Ich kann den echt nicht springen. Ist das hier den Leuten wirklich so scheißegal? Okay. Lol. Was ist hier los? Au. Fuck. Was? Cyanidpille. Oh, ist das lieber nicht im Ernst? Jo. Elektropille gibt ja eine absurde statische Aufladung, die jeden verletzt, damit dein Körper. Krass. Das ist geil. Ja, machen wir den einfach auch tot. Wir haben jetzt gerade irgendwie einen Bug getriggert. Warum sollte man den auch nicht benutzen? Tresor öffnen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja. Egal. So. Cool. Schutzhelm.
Okay. Guck mal, hier können wir uns eine Zusatzmission für Chicken McNuggets holen. Jetzt öffnen wir die Tür auf. Hallo. Gib uns mal die Mission. Zerstören von dem Ding. Kriegen wir hin. Wir sind Soldat. Wir schaffen das. Hoho, wie schaffen wir das? Dann anschalten ist ja scheiße. Nee, nach oben schießen eigentlich. So, da war der Plan. Einfach alles mitnehmen. So. Oh, leer. Kühlschrank. Den Kühlschrank raiden. Mysteriösen Gegenstand möchte ich mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Tschüss. Ah, zweimal draufhauen reicht schon. Damit das Ding putz macht. So ein bisschen was essen. Cheeseburger und Bier. Das können wir uns jetzt hier mal verkaufen. Guck mal, das Hologramm, das habe ich noch nie gebraucht. Und den Baseballschläger verkaufen wir auf. Zigaretten können wir vielleicht noch gut gebrauchen. Ansonsten, alles im Moment erstmal cool. Hä, was ist denn das? Ach, guck an, da kann man sehen, wie weit man die wirft. Boah, ist ja cool. So, jetzt haben wir das Ding zerstört. Das heißt, wir können uns zu dem Typen da erstmal teleportieren. Hat nicht so ganz funktioniert. Hätten wir auch laufen können. Wäre genauso schnell gewesen. Egal. Hallo, wir haben die Mission erfüllt. Danke für die Chicken Nuggets. Njam, njam, njam. Jetzt machen wir uns die restliche Mission erstmal. Oh, hier liegt noch ein Messer rum. Das können wir verkaufen. Theoretisch. Oh. Verkaufomat. Alter. Ja. Verkaufomat. Achso. Nee, okay, scheiße. Die Messer kombinieren sich, das wusste ich gar nicht. Jetzt läuft hier der Affe rum und der ist loyal uns gegenüber. Uck, uck. Wir sind schon wieder ziemlich reich. Was sollen wir machen? Ach, von dem Typen den Gegenstand einstecken. Das heißt, wir sneaken uns zu ihm. Und werden den einfach mal bedrohen. Vielleicht klappt das. Ups. Oh, was können wir denn hier machen? Computer? Verschlossene Türen öffnen. Das ist so gut. Das ist eine Falle, da dürfen wir nicht reinlaufen. Habe ich jetzt so aus dem Augenwinkel gesehen, dann war ich clever von mir. Scheiße, was ist denn das hier? Das ist der falsche Eingang, oder was? Lass mich doch jemand durch. Das ist die falsche Eingangstür. Guck mal, jetzt hängen wir hier wieder im Level 2 so unglaublich fest. Das ist doch blöd. Durchkommen, obwohl doch es geht. Jetzt würde man durchkommen, okay. Hallo. Nehmen wir uns erstmal das Maschinengewehr, dann sagen wir ihm. Piep. Maschinengewehr leer. Irgendwas zum Werfen. Okay, ne? Was macht ihr? Ey, was? Alarm. So, Pistole. Wir wollen unser Geld noch mitnehmen. Ja. Zack, durch hier. Und wieder raus. Irgendwo hier hin. Die letzte Mission noch erfüllen. Und der Müller ist noch gar nicht geleert. Bier. Bier. Der schmeißt eigentlich Geld in den Müll. Jungs, bleibt mal geschmeidig. Nett von euch, aber jetzt nicht so nötig gewesen. Den sollen wir einfach neutralisieren und dann haben wir das geschafft. Nichts leichter als das. Das machen wir lustig. So. Mal sehen, ob das klappt.
Warum auch immer die jetzt gerade geboxt haben. Aber gute Arbeit. Warum auch immer. Jo. Lässigkeit. Oh, hier können wir uns danach gleich mal einen Moon kaufen für. Und zwar MP. Das ist gut. Schlüssel benutzen. Geld mitnehmen. Ist der. Und jetzt ab zum Ausgang. Level 3 des Slums. Da kommt bestimmt wieder irgend so ein Terrorbotter oder so ein Scheiß. Hi Jungs. So, weiter geht's. Seht ihr das? Wir sind schon wieder 10 Minuten unterwegs oder so. Und dann sind wir immer noch im zweiten Level. Also das Spiel, das hat schon... Was geht denn jetzt hier? Ja, weiter, meine Fresse. Billige Arbeit, kostet weniger Leute einzustellen. Okay, alle, die du tötest, werden zerfetzt. Ja, ja. Nahkampfangriff von hinten, verursachen zweifachen Schaden, zehnfacher bei Verwendung von Tarnung. Ja, zerfetzen wir halt die Leute. Keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht können die Leichen halt nicht mehr entdeckt werden. Irgendwie sowas in der Richtung wahrscheinlich. Kaffee. So. Okay, was ist los? Los. Wieder der scheiß Mörderroboter. Jetzt ist der auch noch so nah. Willst du mich verarschen? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Der geht mir so richtig hart auf den Sack. So, was müssen wir eigentlich machen? Also einstecken. Scheiße, wir gehen einfach dahin. Ist völlig egal. So, jetzt schießt er bestimmt gleich seine fucking Arschlochraketen. Ey, der Spaß. Richtig scheiße ist das. Ich mag den wirklich nicht. Der Roboter ist der nervigste von allen. Es gab doch eigentlich auch noch Raketen, die da von oben nach unten runterfallen. Was ist jetzt hier? Was sollen wir hier mitnehmen? Hier ist nichts zu mitnehmen. Ja, fick dich! Fresse, ey. Mann. Ich muss mich halt beeilen, sorry. Oh, ich habe sogar den richtigen. Königlich Wasser haben wir bekommen. Ja, da ist nämlich der Mörderroboter. Gegenstand einstecken, ganz klar. Kein Problem. So, ich will jetzt so schnell wie möglich weg. Ihr wisst warum. Denn Roboter sind scheiße. Nein! Jetzt müssen wir auch noch gucken, dass der Roboter hier so ein bisschen lang läuft. Dem scheiß Raketenwerfer. So. Jetzt einfach nach Hause laufen, in den Elevator. Immer kann man trotzdem immer noch wegkrabbeln. Wenn man jetzt nicht gerade zu krassem Stress ist. Okay, weiter geht's. So, jetzt aber. Industriegebiet, Leute. Ich hoffe, dass wir das erste wenigstens auch noch schaffen. Ey. Wir können genauso schnell wieder vorgehen wie gerade eben. Theoretisch. Das ging ganz gut. Habe ich im Gefühl so. So. Es gibt einen Hydranten. Was kann man mit dem machen? LOL. Okay. Das ist interessant. Das ist interessant. Von dem Typen sollen wir einen Gegenstand einstecken. Da müssen wir aufpassen, wahrscheinlich, das wird uns zersägen. Das Sawblade. Heißt ja auch schon so. Da müssen wir uns wieder mit Leuten anlegen. Das ist echt scheiße. Guck mal, aber dafür haben wir jetzt eine Schrotflinte. Aber der hat eine Pistole. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Okay, ich weiß, wie wir das machen.
Hey. So. Ist irgendwie Schlüssel. Au! Gut. Na? Was macht er? Steht einfach nur doof rum. Okay. Komm mal, du Faust. Der ist jetzt echt noch gewundert, was hier los ist. Vollidiot. Wie soll man denn da jetzt reinkommen? Das ist kein, ach, da ist gar keine Wand. Hallo. Ey. Depp. Jetzt haben wir wieder das mit der Lampe bekommen. Das ist ja nett. Was können wir jetzt hier noch machen? Tresor öffnen. Sehr gut. Verschlossene Tür können wir auch noch öffnen. Alles easy peasy. Wo ist denn hier die Falle? Ich glaube, es geht einfach so auf und zu. Ja. Huge. Dann gebe ich einfach mal weiter. Ruhe da. Jetzt würde ich schon auf den Nachladen drücken. Münzautomat. Ja, wir haben gerade so viel Geld. Oh. Ja, ich habe gewonnen. Toll. Hallo Polizist. Nächste Mission. Direkt jetzt hier anstatten, nachdem wir uns ein bisschen geheilt haben. Scheiße, ey. Ich finde mal irgendwo einen Arzt, der uns heilen kann. Das wird sonst relativ schwierig hier. Die ganzen Knöpfe zu betätigen, ey. Das ist krass. Sie sind kein Arzt zufällig, oder? Nein. Ja. Ich passe ja schon auf. Sie sind auch kein Arzt. Geld. Gibt es im Industriegebiet keine Ärzte? Was ist das für ein Scheiß? Verstehe das nicht. Kann man hier in das Haus rein einfach so? Ne, ist verschlossen. Da werde ich angegriffen. Angegriffen werden ist aber ungünstig. Ah, okay. Würde ich sagen, wir gehen in die Bar. Holen uns ein bisschen Whisky. Hallo, Barkeeper. Barkeeper. Im Laden kaufen Bier und das. Dankeschön. So, tschüss. Können wir hier noch ein bisschen Munition auffüllen? Natürlich. Ah, hier ist doch ein Arzt, Mann. Heil uns mal. Danke. Waffen nachladen. Natürlich an so einem G, das. Und jetzt haben wir schon kein Geld mehr. Wow. Aber wir wollen ja einfach weiterkommen. So. Ist dann die Wache zu beseitigen. Vielleicht kommen wir an dem auch vorbei, ohne dass man es entdeckt. Okay, was müssen wir noch betätigen? Was da? Ey, willst du mich verarschen? Jetzt plötzlich kommt der an. Ja, willst du auch noch auf die Fresse, Junge? Jetzt auf die Fresse. Und alle auf die Fresse, die Spastis, ey. Kann ja wohl nicht sein. Der entdeckt mich die ganze Zeit nicht. Und als ich dann neben ihm stehe, plötzlich doch. Und was ist denn eigentlich mit unserem Helm? Da war das schon konsumiert. Na gut, dann ist das ja gleich alles ausgeräumt. Zack. Dann gehen wir jetzt hier einfach weiter. Steht nie ein Schalter. Ist noch irgendwo da. Wo ist noch der letzte Schalter? Da. Was ist hier noch schönes? Computer, verschlossene Türen öffnen. So, gut. Ausgezeichnet. Schalter drücken, vier Blätter, dieses Kleeblatt. Oh, fuck, Alter. Das war echt dumm von mir. So. Auf zum Elevator. Nicht sind Level an Küken. Ups, verlaufen. Halt, Müll einmal leer. Boah, shit, ey. Warte mal, gibt's den Verkaufomat irgendwo? Warenverteiler. Da unten ist der Verkaufomat. Dann gehen wir ein bisschen mit verkaufen. Zigaretten brauchen wir nicht. Das ist scheiße.
Sklavendings brauchen wir nicht viel. Normalerweise musst du die ganze Nacht aufbleiben, um richtiges Glück zu haben. Hiermit hast du immer mehr Glück. Stöhn. Weg damit. Kritische Treffer verkaufen. Die Axt will ich nicht. Kölschwasser, scheiß drauf. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Dann können wir nämlich zum Doc gehen. Der haben wir hier oben an der Bar. Ja. Dann lassen wir uns erstmal heilen. So. Dann können wir nämlich frohen Mutes zur nächsten Mission uns aufmachen. Nachdem wir noch ein paar von diesen Lappen geklopft haben. Ein Hackerwerkzeug, nice. Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen. Das Hacker-Tool, da wird man nämlich nicht bei entdeckt. Außer man wird direkt gesehen. Aber das kostenlose Hacken vom Hacker, da wird man entdeckt, wenn Leute in der Nähe sind von dem Ding, was man hackt. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber kostenlos. Ja, leider spielen wir das nicht im Multiplayer, weil ich mich jetzt kurzfristig entschlossen habe, das aufzunehmen. Vielleicht werden wir mit dem Schakal auch noch eine Runde aufnehmen. Mal wieder. Ihr hat es ja auch mega Spaß gemacht, das Spiel. So ist es ja nicht. So, jetzt müssen wir wieder Schalter betätigen. Warum gibt es hier immer nur Schalter betätigen Missionen? Zu essen, Zigaretten. Okay, gehen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch machen können. Man kann jetzt hier immer noch mehr extra Kram machen. Wo ist denn hier der Eingang? Hallo. Hey. Was ist denn der jetzt hier? Willst du mich verarschen? Es tut mir leid, ich müsste die jetzt alle erschießen. Du auch noch? Okay. Jetzt ist gut, mal Leute. Es tut mir unfassbar leid. Ich wollte das eigentlich nicht. Ah, eine Paralysierfalle. Schön. So, erstmal alle Waffen nachgeladen. Ja, okay, cool. Mission erledigt. Jetzt, hieraus müssen wir zwei Leute neutralisieren. Alles klar, was mit dem Overclock Generator? Oh, ich glaube, der macht so richtig hart Bumm. Gut, dann lass mal hier reingehen. So. Ja, mit unserer Flinte sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Wie machen wir das? Wie funktioniert die Paralysierfalle wohl? Paralysiert Leute, blablabla. Umschalttaste plus Num gleich Symbol. Umschalttaste klicken, fallen lassen. Ja, okay. Paralysiert Leute vorübergehend. Haha, Trottel. Okay. Achtung und putz. Schreibt mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr das überhaupt findet hier, dieses Spiel. Also das Spiel selber. Dass ich das hier für euch spiele auch, allerdings. Lass uns das gemeinsam angucken, sozusagen. Gut, letzte Mission. Für diese Map. Können ja mal ein paar Challenges ausprobieren und so. Das war auch knapp. Okay, hier gibt es nichts weiter außer den Typen. Oh, und diese Falle da. Man erkennt nicht mal, dass da was ist, ne? Das sind einfach Überraschungen. Okay, wenn ich das gewusst hätte, da wäre ich hier direkt reingerockt. Oh, Genauigkeitsmodifikator ist natürlich super nice. Rechtsklick kombinieren mit unserem Maschinengewehr. Jetzt haben wir ein sehr genaues Maschinengewehr. Jetzt können wir auch einfach so durchrennen. So, haben wir alle Missionen hier erledigt. Wow, aber wir können uns hier mal noch ein bisschen umgucken, was hier sonst noch so Schönes gibt. Hier gibt es noch einen Tresor zu holen zum Beispiel. Ey.
Mann, müssen nicht gleich immer alle boxen. Nein, übersetzt Gorillasprache in eine beliebige andere Sprache. Na, das finde ich ja nice. Die alle direkt jetzt hier zuerst plättern bei uns, ey. Zum Verkaufen mal, jetzt können wir erst wieder ein bisschen Kram verkaufen, den wir nicht brauchen, wie zum Beispiel den Gorilla-Übersetzer. Drauf geschissen. So. Was haben wir hier? Schraubenschlüssel, ob als Waffe oder als Werkzeug. Guter Begleiter, okay, dann nehmen wir halt mir erstmal. Die Axt finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Finde ich nicht so gut. Zigaretten verkaufen wir. Steine weg damit. Was haben wir denn noch, was wir nicht gebrauchen können? So. Ich möchte ungern eigentlich gesagt die Waffen hier wegwerfen, aber lass den Baseballschläger halt verkaufen. Weg. Ups. Ich wollte eigentlich nicht die Flinte verkaufen. Scheiße. Na gut, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Hätte man doch die Flinte erstmal leer schießen können, bevor man die verkauft, oder? Moment, jetzt haben wir so wenig Geld. Jetzt gehen wir einfach hier in den Warenverteiler und kaufen uns einen mysteriösen Gegenstand. Dietrich, na super, das ist klasse. So was kann man mal gebrauchen. Hallo, Misty Polizistin. Hier ist wieder ein Affe, der bringt uns nichts. Wir haben den Gorilla-Übersetzer ja auch nicht mehr. Und selbst wenn... Hey, sie sollten dann nicht so auf den Gleisen laufen. So, okay. Hier gibt es nichts weiter zu holen. Großartig, habe ich das Gefühl. Ein bisschen Kohle. Hier ist die Polizeistation. Da können wir auch nichts machen. Wir können jetzt hier natürlich noch in die Truhe reingrabbeln. Ah, eine Special Mission. Wollen wir die vielleicht mal machen. Ein bisschen Chicken Nuggets. Das ist auch mal gut. Ey, bleib mal hier. So, zeig uns mal deine Mission. Einstecken von Beweisen. Das machen wir doch glatt. Was kann man bei dir noch so kaufen eigentlich? Medkit. Das ist cool. Das nehmen wir mit. Und Feuerzeug finde ich auch cool. Dankeschön. Nee. Ich glaube, das lassen wir nicht machen. Shit. Das war knapp, ey. Das war ganz schön knapp hier. Hallo. Wir haben nichts gemacht. Ich hole die Beweise. Wir sind weiter verkackt, die Mission. Wenn der uns angreift, müssen wir den töten. Und wenn wir den töten, können wir die Mission nicht mehr abgeben. Das wäre ungünstig. Ach, guck an. Nur an der Tür klopfen ein bisschen. Okay, das hat nichts gebracht. Das hat's nicht gebracht. Ja. Hallo. Ganz viel Bumm hat's gemacht. Da kam gerade tatsächlich so ein Ding. Wir können uns noch teleportieren. Zack. Boah, wieder auf die falsche Seite, ey. Mann. Ups. Wieder auf R gedrückt. Musst du nicht nachladen in dem Spiel. Das geht auch von allein. So, Mission. Abschließen. Neisigkeit. Dankeschön. Ja, die soll ich benutzen. Ja, wenn er gerade die Kamera kommt, ist das blöd. Beinahe in die Hose gegangen, ey. Erstmal das Essen hier, was wir haben. Junge. Hallo. Da war das cool noch. Ja, wir haben wieder eine Stunde Flinte. Das ist doch gut.
die wir vorhin aus Versehen verkauft haben. Die Truhe möchte ich jetzt nicht mehr haben. Ich will sie einfach noch weg. So, Ebene 3 kommt zu V sozusagen. Oh, wie ein Panzer. Rückstoß wird verringert, erhöht die Chance auf kritische Treffer. Das ist gut. Raffinierte Verhandlungsführer, Gegenstände in Läden kostet weniger. Nö, ich mag kritische Treffer, mag ich sehr gern. Junge, Junge, eine ganz schön lange Folge hier. Aber so ist das. Los, komm, lad mal ein bisschen Flinky-Binky. Deine Nahkampfwaffen verteilen nur ein paar Geld, wenn sie andere Leute treffen. Wir picken nicht, also schlag zu. Ah, das ist aber ein guter Tipp. So, was ist jetzt hier los? Nach oben schauen, fallende Bomben. Cool. Also jetzt geht sie so richtig an ab. Guck mal, da fängt es an zu leuchten. Putz. Sklaven befreien. Okay, das ist kein Problem. Du musst lange genug warten. Und dann sterben die Leute. Da guck. Wie soll ich jetzt hier den Sklaven eigentlich befreien? Der checkt das, Alter. Der haut einfach die Polizisten platt. Ich sammle den ganzen Shit ein. Ja, geil, Alter. Easy peasy lemon squeezy. Einfach den Typen hier ein bisschen. So, viel Spaß. Ehemaliger Sklave. Oh, da wird jetzt ein Tresor gesprengt und... Ja, wo? Oh, der Tresor hält sogar das aus. Das ist ja unfair. Ein Vorschlaghammer. Wie ist das? Ich kenne die Kombination nicht. Jetzt kennst du die Kombination. Ein Burger. Erstmal schmankeln. So, nächste Mission. Die war ja ziemlich einfach. Ziemlich schön, eine Klummaschine. Das geht zu krabbeln. Oh, Munitionsverteiler. Was willst du, du blöder Wissenschaftler? Die Tür war da unten offen. Vollidiot, ey. Aschenloch. So. Oh, da wird gerade so noch richtig nachgeladen. Da wurde der Munitionsverteiler zerstört. Ich glaube, das ist jetzt auch festgesetzt, dass die Events halt, das eine Event kommt halt dann und dann das andere Event kommt dann. Oh, schade, ich glaube, es fällt vielleicht auf den Knopf. Ich bleib hier gerade mal lange genug stehen. In Hoffnung, dass jetzt hier eins auf den Schalter geht gleich. Na, einen warten wir noch. Na, scheiße. Okay. Aber die flippen hier gerade so richtig aus, die Leute. Deswegen nehmen wir jetzt das Maschinengewehr. Ey. Alles erstmal. Geld mitnehmen. Ja, danke schön. Ja, das ist die Falle entschärft. What? Das Ding ist, die Dinger können auch die Schalter, glaube ich, zerstören. Sowas zumindest in der letzten Version, die ich mal gespielt habe, vor ein paar Wochen. Und, ja. Jawohl, der Laubbläser. Was ist das denn hier? Dummer Hacker. Oh oh. What? Hier liegt so viel Leichengeflatter rum, das ist ja egal. Dann gehen wir jetzt hier mal einfach ein Stück weiter. Würde ich sagen, nur noch was zu schmankeln. Ja, ein Cheeseburger können wir mal essen. So. Abschnitt wird generiert. 3-1. Okay, jetzt bin ich gespannt, ey. Warte, wo wir jetzt spielen. Streets of Rogue Alpha Version 27. Steht hier unten rechts, unten links in der Ecke, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Boah, okay, das ist der Park. Das ist jetzt komplett neu für mich. Und jetzt sieht aus ein bisschen wie ein Zelda-Baum. Baum. Scheiß einfach Baum. Okay.
gibt es wieder ein bisschen was zu entdecken. Lass mal gucken, was wir hier für coole Waffen haben. Okay. Was ist das? Eine Bärenfalle liegt hier einfach so rum. Kann man die mitnehmen? Felsbrocken. Ich verstehe nicht, warum kann man das hier alles anklicken? Also nicht anklicken, sondern so. So ein Baum. Badewanne. Warum steht eine Badewanne draußen? Gegenstand einstecken, okay. Ein Kannibale. Das sind Kannibalen. Oh mein Gott. Alter. Oh, 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 Waffe, 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 Waffe. Schrotflinte. Bam, 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 bam. Und noch einmal. Was macht? Okay, Mission erfüllt für Geld. Was macht ein Kannibale mit einer was? Platine? Oh, guck mal, wie schön das blinkert. Das ist ja toll. Gut. Kühlschrank. Lass mal was essen, ey. Überall Bären fallen. Ein Irrgarten. Das ist ja witzig. Ein Slumbewohner, oder? Hallo? Warum steht da nicht drüber, was ihr seid? Hm. Au! Was willst du? Warum kann ich nicht schießen? Ich kann nicht mehr schießen. Was ist denn da los? Ja, jetzt kann ich wieder schießen. Toll, ey. Mann, wegen dem blöden Bug haben wir es nicht geschafft. Och, fuck it, ey. Ach, das ist, wenn man das Inventar aufmacht. Wenn man das Inventar aufmacht, dann passiert das manchmal, dass man einfach nichts mehr machen kann. Das habe ich zu spät gecheckt. Oh, fuck. Okay. Also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play. Stay the Frog. Haut rein, bis dahin und tschaußen.